Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Das ist unser Bahnhof in Edelack und hier passiert gleich Großes, denn ja, wir kaufen die Dampflokomotiven natürlich und dann setzen wir die auf unsere neue Strecke. Nur jetzt dachte ich mir, also ich nehme die Folge gerade mal wieder auf nach der anderen, sprich ich weiß nicht, was in den Kommentaren stand, aber ich kann es erahnen, wahrscheinlich wurde vom einen oder anderen gewünscht, dass wir noch eine Busstrecke machen zu Schloss und Burg. Und das werden wir jetzt noch schnell machen. Das ist ja kein großes Ding. Da können wir auch Taxis nehmen und so. Ich würde mal sagen, machen wir gleich mal einmal eine Pause. Haben wir eine Straße hier? Wir haben. Aber wir fahren wir mit dem Bus nachher hinten und dem Taxi. Das wäre irgendwie noch nett. Andererseits, das ist schon eher ein Gehweg zum Spazieren. Nee, die sollen hier laufen. Das machen wir nicht. Wir machen die Bushaltestelle hier vorne. Also einmal Bus, Bushalte, Dingens, da gibt es was Kleines oder was eher Kleines, wenn ich es irgendwo hier hinsetzen kann. Möchte nicht. Hallo? Hier unten geht's. Aha, hier oben geht's nicht, weil die Kreuzung ist. Ja, dann müsst ihr halt noch ein bisschen laufen dann, liebe Leute. Also mal gucken. Ja, das ist doch nett. Dann haben wir hier eine Bushaltestelle. In der Stadt drin brauchen wir keine, da haben wir. Wir werden aber in der Stadt auch nicht halten, sondern das soll die Leute direkt von der einen Sehenswürdigkeit zur anderen bringen. Für die Leute, die das wollen. Vielleicht gibt es ja solche. Also natürlich gibt es im Spiel keine solchen, da das nur Mods sind. Also hier werden keine Leute sein. Vielleicht mal, wenn hier gebaut wird. Falls sie hier noch Häuser hinstellen, wird das zur Stadt. Dann wird die Bushaltestelle wahrscheinlich genutzt als Stadtbushaltestelle. Aber solange das nur Mods sind, werden die natürlich nicht genutzt. Machen wir mal. Muss das hier genau beim Baum sein? Das geht leider auch nicht weiter vorn. Naja gut, dann halt. Und einen Hydrant haben wir hier auch gleich noch. Hydranten. Genau beim Baum. Ist ja schon nicht zu glauben. Hier wird es besser gehen. Wisst ihr was, dann machen wir es hier. Dann muss der Bus halt da vorne drehen. Oder wir fahren mit dem bis nachher hinten, bis hinters Klo. Nee, gefällt mir nicht. Wir könnten sogar bis hier runterfahren. Aber da möchte ich keinen Verkehr haben. Da sollen die Leute gemütlich sitzen können. Gut, jetzt schauen wir mal, was machen denn die Busse. Also erstmal haben wir natürlich eine Linie. Hier haben wir die beiden Linien von den Zügen. Die fehlen natürlich noch. Die Bahnen, die kaufen wir gleich. Jetzt kaufen wir aber erstmal Busse. Beziehungsweise wir machen die Linie. Also das wäre von hier einmal quer rüber nach hier, dann hätten wir das schon. Oh Gott, wie benennen wir das denn? Das ist ja nicht, das ist Teil der Seerundfahrt. Sehenswürdigkeiten. Würdig. Sehenswürdigkeiten. Geht das hin? Express. Ja, Express geht leider nicht. 2S möchte es nicht. Sehenswürdigkeitenfahrt. Ja, statt Kaffeefahrt, Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeitenfahrt. Puh, das ist ein bisschen Sehenswürdigkeitenfahrt. Ja, warum nicht? Es passt halt nicht mehr hin. Da können wir jetzt nicht viel machen. Gut, haben wir hier irgendwo ein Depot? Das ist ein Wegpunkt. Ist nicht das Schloss sogar ein Depot? Tatsächlich, das ist ja perfekt. Dann fahren die Fahrzeuge nämlich hier noch raus. So, da werden wir jetzt gar nicht übertreiben. Oh, wir haben noch Postkutschen. Das Problem ist halt, die blockieren uns hier die ganzen Straßen dann. Wenn hier die Busse und so in der Innenstadt rumfahren, das können wir fast nicht machen. Da müssten wir wieder noch eine Brücke machen. Das bringt aber auch nichts, eine Brücke von hier nach hier. Das erspart uns nur den Weg hier außen rum. Hier sind wir dann trotzdem im Weg. Das ist jetzt irgendwie, wäre schon cool, so Kutschen. Oder hier die sind ein bisschen schneller. 24 km/h. Das ist auch irgendwie so eine Art Touristending, könnte man sagen. 24 km/h. Fahren die viel schneller in der Stadt drin? Wisst ihr was, wir kaufen die. Dann sollen die da halt zur Not auch mal ein bisschen im Stau stehen. Mir gefallen die. Also da machen wir mal 4 Stück. Und dann möchte ich aber eben dazu auch noch Taxis haben. Boah, was sind das denn für tonnenweise Busse? Wo habe ich denn die jetzt wieder alle her? Wenn man hier Mods runterlädt. Krankenwagen. Sollen wir noch einen Krankenwagen hin und her schicken? Nein, hier passt das irgendwie nicht. Das würde die Stille des Sees und so weiter irgendwie trüben.
Aber Taxis nehmen wir noch 3 Stück. Okay. Und die kommen jetzt alle auf die Linie. Wie nennen wir das Ding? Jetzt habe ich es gerade erstellt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Irgendwas mit rumfahren. Nee, Straßenbahn war es nicht. Sehenswürdigkeitenfahrt. Gut. Wir machen zu. Und dann können wir nämlich schön gucken, wie die hier rauskommen. So. Wir stehen mal Spalier. Oh, nett. Gefällt mir jetzt schon. Das ist genau so, was braucht es für so eine Strecke. Die Taxis fahren voraus. Die können halt nicht überholen, die Taxis. Aber das ist egal. Wenn wir sie vorne hingesetzt hätten, dann hätten sie irgendwann die wieder eingeholt. Die müssen jetzt halt auch ein bisschen Geduld haben. Hilft ja nichts. Okay, die Haltestelle wird zuerst mal ignoriert. Ach, das ist doch nett. Gefällt mir sehr gut. Passt halt wirklich auch sehr, sehr zu diesem Schloss und passt natürlich auch hervorragend zur Burg auf der anderen Seite. Und zu dieser ganzen Idee hier mit dieser Ausflugsstrecke. Das würde mir privat sehr gut gefallen. Sollen wir uns hier mal noch ganz kurz reinsetzen? Ich würde es nicht die ganze Strecke machen, aber wenigstens kurz. Vielleicht, wisst ihr was? Ah, ist schon schön hier mit dem Wasser. Sehr nett. Aber wisst ihr was? Wir halten die mal kurz an, damit es wenigstens ein bisschen Abstand gibt hier. Ja, die holen eh gleich wieder auf. Eigentlich können wir uns das schenken mit anhalten. Fahrt ihr mal. Dann haben wir hier halt ein bisschen einen Pulk, aber das gibt es ja auch, dass die ein bisschen im Pulk fahren. Wobei wir haben so natürlich die Busse wenigstens ein bisschen getrennt. Ja, wir könnten den sogar drehen. Mal gucken, ob er nicht gleich eh wieder dreht. Nee, dreht nicht. Dann drehen wir noch ein Taxi. Dann sind sie zumindest für den Moment ein bisschen auseinander und die Busse sind natürlich dann schon auseinander, aber dann drehen wir dich auch noch. Okay, jetzt haben wir es ein bisschen dividiert. Viel mehr braucht es gar nicht. Aber irgendwie bin ich versucht, hier eine Brücke hinzustellen, damit sie wenigstens ein bisschen schneller rüberkommen. Lass uns das doch noch kurz machen. Die Züge, die Dampfloks, die rennen uns nicht davon. Definitiv nicht. Da muss vielleicht das Haus dann noch weg. Wir haben den Platz nicht, wir kommen hier nicht rüber. Doch, wir kommen rüber. Na, das ist ja wunderbar. Und wie wir hier rüberkommen? Moment. So geht's. Ja, das machen wir aber aus der anderen Richtung kommend. So geht's nicht. Da haben wir eine Kollision. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach vorn. So geht's. So ging's gerade eben. Gerade eben ging's. Jawohl. Gut, was für eine Brücke. Ja, die ist mir zu klobig. Nehmen wir die. Jetzt wird das Haus hier wahrscheinlich je nachdem weichen müssen. Ja, da kommen wir nicht rein sonst. Hier hinten kommen wir, glaube ich, auch nicht durch. Nein, geht genau nicht. Schade, schade. Entweder ist das Gleis im Weg oder das Haus. Und da wir das Gleis stehen lassen, weicht das Haus. Ganz einfach. So, dann gehst du hier rein. Aber jetzt müssen wir hier ja eigentlich mit der Straße auch lang können. Aber wir kommen da nicht mehr rein. Sonst müssen wir hier wieder abreißen. Und dann sind wir so weit, dass wir überall Häuser abreißen, damit wir noch ein bisschen Straße hinstellen können. Hier unten wäre natürlich Straße noch schön. Vielleicht bauen sie da noch. Wir können hier ja einfach so mal eine Straße hinstellen. Dass hier noch ein, zwei Häuschen hinkommen. Vielleicht ein bisschen dünner. Oder meint man immer nur, die sei dünner. Das kann auch sein. Die haben ja links und rechts doch auch noch ein bisschen einen Ausläufer sozusagen. So, jetzt noch nach hier hinten, soweit es geht. Das wäre bis hierhin. Okay, das ist einfach eine Sackgasse. Und die geht hier irgendwie ins Wasser rein oder geht sie hier noch rüber? Ja, da müssen wir hier nochmal eine Brücke erstellen. Da fehlt wieder der Platz. Ich würde sagen, wir lassen das mal. Lasst uns das mal so als Experiment gebaut haben, ob sie hier trotzdem bauen, obwohl die Straße keinen Anschluss hat. Und damit das jetzt nicht ganz so komisch aussieht, können wir natürlich zu einem alten Trick greifen. Also so alt ist der Trick noch nicht, denn die Bäume kann man noch nicht seit Ewigkeiten freisetzen, sondern erst seit, ja, ich glaube, dem allerletzten Update, das es da gab. Das ist ja doch, ja, ist auch schon eine Weile her, ist aber noch nicht so lange her natürlich wie seit dem Erscheinen des Spiels. So. Zumachen. Und jetzt kommen wir zu den Güter... Güter. Ich sag schon wieder Güter. Ich mit meinen Güterlokomotiven. Nein.
zu unseren Dampflokomotiven steht der Baum im Gleis. Er hängt ein bisschen rein. Das lassen wir so. Gut, wo kaufen wir die denn? Haben wir hier ein Depot? Nö, nicht wirklich in greifbarer Nähe. Okay, dann gehen wir sonst gerade. Hier unten haben wir doch eins. Dich. Ja, da müsste man eigentlich ins Gleis reinkommen. Das ist ja, das ist eigentlich hier sogar das gleiche Gleis. Ja, das müsste eigentlich sogar klappen. Gut, dann machen wir das hier. Da machen wir jetzt schnell Pause. So, jetzt gibt's Lokomotiven, Dampflokomotiven. Und zwar die langsamen zuerst. Da habe ich eine ganz bestimmte im Fokus, nämlich die Spanisch-Brötli-Bahn. Die allererste Eisenbahn in der Schweiz müsste das gewesen sein. Die macht geschlagene 40 km/h. Ich hoffe, wir haben Wagen, die irgendwie in einer Form dann auch noch dazu passen. Also die kaufen wir mal. Halt, Moment. Das sind Lokomotiven, den traue ich, ja, also der Lokomotive selber traue ich natürlich, aber nicht der Mod. Da müssen wir erstmal gucken. Dann haben wir unten noch die David Clinton. Die wäre natürlich auch nett. Und ich glaube, langsamer als 40 ist hier eigentlich keiner. Wir werden es gleich sehen. Also jetzt kaufen wir die erstmal. Die Musik läuft noch. Das ist beruhigend. Das Spiel sucht. Das Spiel hat gefunden. Sehr gut. 50 kaufen wir auch mal. Hat, glaube ich, auch geklappt. Jawohl. Nochmal 2. Die dürfen jetzt aber halt nicht zu schnell sein. Also 50 ist okay. Was ist das denn hier Lustiges? Stephen's Rocket. Newcastle. Auch nett. Oh, die ist zum Beispiel... Das ist zwar auch eine David Clinton, das ist ja eigentlich die gleiche fast. Nee, ich habe in die falsche Richtung gescrollt. Ich bin ja ein Eumel. Das ist die gleiche. 45 km/h. SB29. Güterzug, Dampflokomotive. Okay, schade. Güterzug. Die preußischen Staatsbahn mit 50 km/h. Ja, wir haben hier so viele Dampflokomotiven, die nach den Normalien gebaut wurde. Was sind denn die Normalien? Kenne ich so gar nicht. Die macht aber auch 40. Die würde eigentlich schon auch dazu passen. Die nehmen wir auch mal. Hat auch geklappt. Dann haben wir 3. Die macht 90. Die ist viel zu schnell. Wir wollen hier keinen Turbo-Dingens. 70. Die sind alle zu schnell. Oder kommen hier nochmal langsamere? 90. Nein, hier kommen dann schon die Krokodile. Dann nehmen wir hier oben nochmal eine. Bayerische AF Torffeuerung, 50 km/h. Eine der ersten Dampfloks, ja, das passt ja hervorragend. Ihr könnt natürlich Pausenmodus machen und hier alles lesen, wenn euch das interessiert. Mir dauert es ein bisschen zu lange, wenn ich alles vorlesen muss, dann kommen wir nicht mehr zum Gucken. So, jetzt die Wagen. Jetzt wäre es halt schön, wenn wir, ah, guck mal, oh, wir haben sogar Spanisch-Brötli-Bahnwagen, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja cool. Ja, klar, die nehmen wir. Also, einmal... Was geht da an Leuten rein? Ist eigentlich egal. Boah. Die Maus ist eingefroren. Okay, welches war hier die Spanisch-Brötli-Bahn? Das müsste die oberste gewesen sein. Die hier, ist die angeschrieben? Ja, genau. Jetzt habe ich die Lok. Jetzt bin ich mit der Lok umgezogen. Das ist ja auch interessant. Das wollte ich eigentlich nicht wirklich. Vor lauter überlegen, ob das da wirklich die Spanisch-Brötli-Bahn ist. Da habe ich die Lokomotive erwischt und Doppeltraktion brauchen wir hier beim besten Willen nicht. 2, 3. Wir machen mal 3, das reicht. Okay, dann, was haben wir hier? David Clinton. Okay, war das die hier? Nein, nein. Die hier unten, okay. Einmal, zweimal, dreimal. Dann kommt die runter. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Tetris schon fast. Da wieder runter, 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 runter. Und dann haben wir hier noch die Bayerischen. Da haben wir wahrscheinlich die Wagen nicht. Da würde ich einfach, aber schon halt auch was Altes nehmen. Hier haben wir ja Bayerische Wagen. Okay, ja, dann nehmen wir die. Bam, bam, bam. Hier für den Zug. Einmal, zweimal, dreimal. Auch mal dreimal. Wir übertreiben jetzt hier nicht. Die müssen nicht irgendwie ellenlang sein, die Züge. Und dann hätten wir da oben noch die preußische. Was könnten wir hier noch nehmen? Hier haben wir noch mehr bayerische. Bayerischer Lokal. Hier haben wir ja nur bayerische Donnerbüchse. Vollständig aus Stahl hergestellt.
Dreiachser. Ich weiß, Preußen und Bayern sind, glaube ich, nicht sehr... die mögen sich nicht besonders. Soweit ich mich erinnere. Wir könnten natürlich jetzt hier für die preußische Lok bayerische Wagen nehmen. Aber nee, ich möchte mich ja nicht unbeliebt machen bei den einen oder anderen. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen hier... Sollen wir die Donnerbüchse nehmen? Oder den Dreiachser? Plattformen offen. Sehr gut. Da steht nichts von wegen Bayern oder Preußen. Also kann man die, glaube ich, schon an eine preußische Lok hängen. Und sonst, wenn das jetzt historisch alles falsch ist, dann bitte Entschuldigung. Ich kenne mich mit deutschen und bayerischen und preußischen Sachen nicht allzu gut aus als Schweizer. Aber es soll ja einfach auch schön sein. Und das müssten wir so, glaube ich, erreichen. So, das ist dann also die letzte. Jetzt ist die Frage, lassen wir die laufen und gucken oder kaufen wir die schnellen Lokomotiven, die schnelleren auch schon. Ich würde sagen, wir kaufen die schnelleren auch schon. Wir schicken die jetzt aber raus und kaufen dann die schnelleren. Also, das wäre Linie zuweisen. Irgendwo hier unten, Seerundfahrt langsam. Okay, da kommt kein, kann Strecke nicht finden, das ist schon mal gut. Er lädt. Wir machen hier mal laufen lassen. Und dann gucken wir doch natürlich schnell, wie die hier rausfahren. Das ist also die Spanisch-Brötli-Bahn. Ach, wie süß. Ist ja cool. Die kenne ich tatsächlich auch noch aus der Schule. Sehr nett. Ja, wir werden uns das natürlich noch genauer dann ansehen hier, wie die fahren. Jetzt möchte ich aber erst die anderen Züge noch kaufen. Und die könnten wir eigentlich hier hinten kaufen in Friedenweiler, wenn wir ein Depot haben, das Zugriff hat auf diese Schienen hier. Winkel ändern. Also ein Depot haben wir. Das ist aber für die Güterzuglinie. Hier hinten haben wir weit und breit nichts. Hier vorne haben wir noch weniger. Dann würde ich sagen, dann stellen wir hier doch noch ein Depot hin. Wo bräuchten wir das? Das hier ist unsere Linie. Die fahren in die gegengesetzte Richtung, haben wir gesagt. Das heißt, hier ein Depot müsste eigentlich funktionieren. Fahren die dann hier durch? Ne, die fahren... Moment, lasst uns doch einfach die Linien aufrufen. Die bräuchten wir. Doch, doch, die fährt da schon lang. Okay, also gibt es hier ein Depot. Schneller, ja, passt. Schiene am besten. Dann hier Depot, wobei wir brauchen ja sowieso zuerst die Schiene. Dann machen wir die. Ja, da ist dann noch die Frage, ob wir da noch ein Depot hinkriegen. Also, was wir hier noch hinkriegen, ist ein Prellbock. Das wird funktionieren. Dann würde ich sagen, wir machen hier den das Prellbock-Depot hin. Da brauchen wir noch ein bisschen Platz. Ja, geht. Gut, sehr schön. Okay, dann kaufen wir hier die schnelleren Lokomotiven. Züge kaufen. Was heißt schneller? Ja, ein bisschen schneller werden sie schon sein. Jetzt haben wir, was haben wir? 40 und 50 km gehabt. Dann nehmen wir jetzt, ja, zum Beispiel 60, 70, 80, irgendwie darum dürfen sie sein. 120 muss jetzt nicht unbedingt sein. Wisst ihr was? Ich weiß, auch wenn es irgendwie fast schon stört, wenn ich dauernd speichere, aber eben, das dann nochmal alles machen, weil wenn das Spiel abstürzt, eben, es dauert mittlerweile sogar 20 Minuten, bis ich so einen Spielstand geladen habe. Weil so viele Mods drin sind. Ihr habt ja gerade gesehen, bei den Bussen, da war plötzlich wieder eine Ladung neue Busse dabei. Wo die herkamen, keine Ahnung. Irgendwo muss ich da mal nochmal was installiert haben. Logischerweise, das mache ich fast täglich. Und so wachsen dann halt auch die Mods natürlich entsprechend. Und ich möchte jetzt aber hier bei den Dampfloks bleiben. Es gab noch einen Vorschlag, das zu mischen mit S-Bahn. Gefällt mir nicht die Idee, das soll eine Dampflokstrecke werden, so eine alte, ja eben halt auch eine Museumsbahn, eine Dampflok-Museumsbahn. Das ist die Idee. S-Bahn machen wir sowieso noch, das machen wir aber in der Stadt drin dann, um die Stadt rum oder durch die Stadt durch. Jetzt haben wir hier die KSTB 310, da kann ich eigentlich wieder schließen. Das war irgendwo hier oben. Was nehmen wir denn sonst noch? Die sind mir alle zu schnell. Da haben wir die Krokodile. Die macht noch 60. Das ist mir fast zu langsam. Die macht 100. Wir können sie natürlich auch mit dem Wagen wieder bremsen. Wir nehmen mal noch eine BR62 dazu. Ich würde auch sagen, wir machen hier auch 4. 120. Die macht 60. Ist mir wieder zu langsam.
BR45 mit 90. Da würde ich sagen, ja. So, eine nehmen wir noch. Uff. Oh, das war jetzt, habt ihr das, hat man das im Video gemerkt? In dem Moment, als ich raufgeklickt habe, war die Musik weg. Boah, das ist normalerweise genau der Moment, wo es dann macht, Schlurz, und dann ist das Spiel weg. Puh, 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 puh. Also, Schwein gehabt. Drei Loks haben wir. Wir brauchen noch eine vierte. Was haben wir denn noch Schönes? 110, das ist zu schnell. Da haben wir noch eine. 140, das ist schon ein Düsenjäger. Und dann kommen die Rangierloks. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Kriegslok. 80 km/h. Was haben wir denn hier? WR45. Warum nicht so eine noch? Okay, kaufen wir. Boah, hat geklappt. Die Wagen. Da würde ich mal sagen, das sollten einfach alte, irgendwie solche, ja, sowas in dem Sinn. Das passt dazu. Aber jetzt natürlich nicht bei allen das Gleiche. Und hier ist dann, hier haben wir viele alte Wagen. Sehr schön. 1937. Die Frage ist halt eben, laufen die alle? Das weiß ich nicht. Wir kaufen die mal. Wir testen sie. Wir sehen sie ja. Bitte nicht abstürzen. Bitte, liebes Spiel. Also einmal, zweimal, dreimal. Dann gibt es noch ein Restaurant dazu. Dann haben wir den. Dann schicken wir den schon mal auf die Linie. Dann ist der sozusagen weg. Das wäre dann die Linie schnell. Wir haben sie da hinten, Seerundfahrt schnell. Dann müsste der eigentlich aus dem Depot verschwinden. Genau, dann muss ich da die Wagen nicht immer, beziehungsweise die Wagen nicht immer transferieren. Machen wir mal noch SBB, zweite Klasse. Von, steht ja nicht, doch ab 1914. Wow, okay. Krass. Einmal, zweimal, dreimal. Und dazu, warum nicht noch ein Gepäckwagen? Ja, nee, ist ja eine Ausflugstrecke. Aber dann machen wir noch eine dritte Klasse hin. Okay, Linie zuweisen. Müssen wir wieder runterscrollen. See, See, See. Irgendwo war die Seerundfahrt schnell. Okay. Nächster Wagen. Mal gucken, was wir noch haben. Die hier, das sind amerikanische. Die haben wir schon. Haben wir sonst noch was Älteres? Die sehen eigentlich auch älter aus. Lasst uns die mal noch nehmen. Von 1954. Okay. Einmal, zweimal. Oh, habe ich jetzt alle Züge rausgeschickt? Nein, dann habe ich den falschen Knopf erwischt. Ich Eumel. Ja, wir kaufen die Wagen trotzdem schnell. Wir schicken die dann wieder zurück. Kaufen. Die sind relativ lang. Da bleiben wir mal bei drei Wagen. Was haben wir hier noch? Silberlinge. Von wann sind die? 59. Passen die zur Dampflok? Jetzt kommt wieder das Problem, dass ich nicht wirklich weiß, was Silberlinge in dem Sinn darstellen. Einheitswagen. Okay. Nehmen wir doch die erste Klasse. Dann erste und zweite noch dreimal. Und die zweite Klasse noch dazu. Und dann machen wir hier zu, schieben die hier rauf. Zack, zack, zack. Ja, okay, das war nicht rauf, das war runter. Ist egal. Wie viele Wagen habe ich denn jetzt hier gekauft? Halt. Zu viele. Moment. Einen wollen wir weg haben. Das muss reichen. Gut, jetzt müssen wir hier mal laufen lassen. Wir werden unsere Spanisch-Brötli-Bahn wieder finden. Damit wir hier dann wieder reinschicken können, was fälschlicherweise rausfuhr. Das wäre mal nicht dieser Zug. Das ist schon mal gut. Ich kann hier mal zumachen. Machen wir hier auch zu. Sieht schon mal gut aus. Wir werden euch alle noch ausführlich und in Ruhe begutachten. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn der nächste Zug auch schon der mit Wagen wäre. Hier haben wir ein rechtes Sammelsurium an Wagen. Ah, Pech gehabt. Okay, wie kriegen wir dich jetzt wieder ins Depot, wenn die anderen... Ja, im Prinzip, wir drehen dich. Schicken dich ins Depot. Schicken dich auch ins Depot. Machst du das? Jetzt fährt sie. Warte auf freie Wege. Wenden. Depot. Jetzt ist sie auch weg. Das müsste, glaube ich, sogar halbwegs geklappt haben. Na.
Okay, ja, jetzt haben wir sie wieder drin. Gut, dann können wir die Lokomotiven jetzt sozusagen zuweisen. Ja, genau, das ist die andere. Jetzt dachte ich schon, was macht denn die Lokomotive noch hier? Aber das stimmt schon. Aha, jetzt hängst du da hinten. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen machen wir das andersrum. So, eine Dampflok gehört irgendwie für mich nach vorn. So, hier war Linie zuweisen, einzeln. Wenn man natürlich unten drauf drückt, dann hat man, ist man selber schuld. Sehr und fährt schnell. Du auch. Seerundfahrt schnell, Seerundfahrt schnell. Und dann können wir die Lok hier oben noch runterziehen. Senkt sie auch hinten, auch kein Ding. Dann kommen die hier hin. Ah, Moment. Hoch, hoch. Das ist fast ein bisschen zu viel Tetris für mich. So, hier runter, hier runter. Jetzt haben wir sie. Linie zuweisen. Alle können wir jetzt auch machen. Seerundfahrt schneller. So, wir haben alle auf der Strecke. Jetzt können wir auch mal in Ruhe zugucken. Das Spiel rechnet hier noch. Ja, das müsste jetzt der letzte Zug sein, der sich hier auf unsere schöne Strecke macht. Das stimmt nicht mehr, da steht noch eine Lokomotive. Werden wir uns alles ansehen. Jetzt möchte ich aber zuerst mal mit der Spanisch-Brötli-Bahn fahren. Oh, guck mal, da kommen die schnellen Züge entgegen und die Spanisch-Brötli-Bahn fährt da vorne. Sehr nett. Da sind die Busse auch schon angekommen. Cool. Einmal drehen. So, endlich wieder Züge gucken. Das war jetzt doch relativ viel Gebaue, aber ja, das ist halt einmal mehr. Wenn man sowas machen will, haben will, dann muss man halt auch bauen. Hilft ja nichts. Sehr schöner Zug. Gut, kommen die anderen auch schon? Ja, hier kommt einer. Sieht ja auch sehr nett aus. Da sitzt sogar noch einer vorne drin. Wow, ordentliches Tempo. Also dafür, dass der irgendwie so offen ist. Da unten kommt wieder einer. Der muss aber noch warten. Auch sehr nett. Das ist doch wirklich so eine Eisenbahn. Da möchte man am liebsten einsteigen und mitfahren. Vor allem, wenn man sieht, was das hier eigentlich für ein schönes Ausflugsziel ist. Hier unten stand noch, stell doch noch, also nicht hier unten stand nichts, nein, Moment. Kurz nochmal Pause, wir machen gleich weiter. Hier unten stand noch, stell doch noch ein paar Busse hin. Das habe ich zuerst völlig falsch verstanden. Wir stellen hier noch ein paar Busse hin. Wir haben nämlich, irgendwo haben wir Busse, hier. So, damit das aussieht, als wären hier halt noch ein paar Reisegruppen mit Bus angekommen. So, ein hier hin. Hier gibt es ja keinen Höhenunterschied in dem Sinn. Einmal drehen, dann ist das hier noch so eine Art Busparkplatz, wobei der schwebt. Schwebt der? Ne, der schwebt nicht mal groß. Okay, dann können wir den stehen lassen. Kommt hier noch einer? Genau, hier unten machen wir einen kleinen Busparkplatz. Aber nicht immer mit den gleichen Bussen. So. Das sind schon die Autos. Was haben wir denn sonst noch? Oh, die hier, die passen ja perfekt. Die fahren nämlich. Das sind dann diejenigen, die sozusagen Pause haben. Vielleicht hier noch welche hin, die hier auch noch parkiert haben. So, und nochmal so ein. Dann sieht das wahrscheinlich doch schon betriebiger aus. Einmal wenden. Okay, gut. Schon stehen hier ein paar Busse. Finde ich eine gute Idee. Cool, gut. Ab zu den Zügen. Zurück. Ja, das müsste dann die letzte der langsamen Dampfloks sein. Wir gehen mal zurück zur Spanisch-Brötli-Bahn hier oben. Die müsste wahrscheinlich inzwischen abgefertigt sein. Tatsächlich, da kommt sie. Nett. Da hinten die moderne. Hier das alte. So, fährt straight ahead geradeaus. Sehr nett. Wirklich, gefällt mir gut. Also, lasst uns doch mal einsteigen. Wir setzen uns mal mit dazu. So, einmal drehen. Ich brauche mal ein Schlückchen Wasser. So, kein Wunder bei dem vielen Dampf.
Ja, das wird jetzt ein Momentchen dauern, aber das ist ja okay. Mit 40 km/h. Da steht schon der Nächste. Aha, er darf schon fahren hier. Das ist schon auch ein netter Zug. Wir passieren den ersten Wegpunkt. Mal ein bisschen drehen, damit man sieht, was hier sonst noch los ist. Hier haben wir noch die Brücke mit den Güterzügen. Cool. So. Nein, lasse ich. Beziehungsweise... Zack, jetzt haben wir's. Das wollte ich noch weghaben, das hat. Muss ich wieder erst meine Tasten suchen. Ah, wir kreuzen. Nett. Scheint also bis hierhin mal zu funktionieren. In Sachen Signale. Nur dieses Signal hier steht jetzt ein bisschen ungünstig, da wir da oben die Weiche haben, sehe ich gerade. Aber okay. So, leider kommt kein Bus. Wäre jetzt noch schön gewesen, aber die sind ja halt eben auch ein bisschen im Pulk unterwegs. Oh, aber da hinten... Schön. Personenzug. Und das Schloss sieht man auch schon in weiter Ferne. Jetzt haben wir das Tunnel. Da gehen wir mal unten gucken. Da kommt schon wieder einer. Da kommen auch welche. Sehr schön. Drehen. Ja, ist halt Dampflokomotiven. Ja, das sind schon sehr, sehr schöne Züge. Das ist allerdings einer von der schnellen Sorte. Der ist also auch schon hier. Das ging ja flugs. Und die Spanisch-Brötli-Bahn, die müsste demnächst daherkommen. Kommt sie auch? Hallöchen. Wir setzen uns wieder drauf. Mal gucken, wer uns alles noch begegnet. Auf der Fahrt nach da hinten. Ja, die ganzen anderen schnelleren Dampflokomotiven müssten hier natürlich noch unterwegs sein. Oh, wir haben Rot. Okay. Wegen den anderen Dampfloks. Da steht eine. Mal gucken, wart er auf freie Wege oder... Wart er auf freie Wege. Da haben wir dann offensichtlich das erste Problem in Sachen... Stimmt denn das, was die hier fahren? Ach, wisst ihr was? Die fahren natürlich im Prinzip falsch. Sehe ich das richtig? Moment. Wir bauen mal die Linie. Nee, das ist schon richtig. Wo fahren die denn? Haben wir das nicht so gemacht, dass die hier hinten... Nee, die fahren... Ja, die fahren nur in die Richtung. Okay, alles klar. Dann... Aber eigentlich müsste der doch hier lang können. Wir haben hier ja keine Signale. Warum wartest du auf freie Wege? Ist mir jetzt gerade im Moment ein bisschen ein Rätsel. Aha, okay, er hat sich's anders überlegt. Normalerweise deutet ja, warte auf freie Wege dann doch eher darauf hin, dass irgendwo ein Problem ist. Haben wir hier jetzt aber nicht gehabt. Gut, dann kannst du fahren. Worauf immer er gewartet hat, ja wahrscheinlich bis der Zug hier weg war. Die Gleise, die berühren sich hier ja dann doch auch. Sozusagen. Gut, der kann fahren. Nett. Hier so mit den Bussen und so. Gefällt mir. Und vor allem, ich finde es cool, dass hier wirklich auch Privatverkehr fährt. Das sieht dann auch gleich wieder definitiv belebter aus. Das Seekaffee. Gut, nochmal schwupp, einmal wenden. Nicht, dass uns die Spanisch-Brötli-Bahn abhaut. Mit ihren 40 km/h. Sie dampft und schnaubt. Und sie wartet. Dürftest du denn jetzt nicht eigentlich fahren oder kommt schon wieder der Nächste? Da kommt tatsächlich schon wieder der Nächste. Eieiei. Okay. Und der hält hier natürlich. Ja, das dürfte dann aber eine Weile gehen, denn da hinten kommt nochmal eine Dampflokomotive, wie wir sehen. Da braucht die Spanisch-Brötli-Bahn dann doch ein bisschen Geduld. Der muss jetzt hier warten. Ja, wechseln nochmal. Kannst du schon fahren? Ja, sonst egal. Es ist einfach alleine schon schön, den hier beim Stehen zuzugucken, muss ich sagen. Das sind so schöne Modelle. So schöne Mods. Ich nehme an, das ist eine Mod. Es gibt zwar Dampflokomotiven Vanilla aus dem Spiel. Ich wüsste jetzt aber nicht mehr welche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Spanisch-Brötli-Bahn könnte sogar sein, dass das... Fahrzeug aus dem Spiel ist, aber ich müsste es jetzt nicht beschwören wollen.
So, du wartest wieder, weil irgendwie hier die Strecke hier oben. Die warten hier alle, sehe ich das richtig? Das ist ja ein Gewarte hier. Worauf wartet ihr denn? Der hat rot, der hat rot. Ach so, der kann nicht fahren, weil der hier wartet. Worauf wartest du denn? Die warten überall. Also irgendwas. Moment, irgendwo hat es hier... Ja, nee, der fährt. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hat es offensichtlich doch einen Fehler. Scheint es aber nicht zu haben. Ja, der muss warten, weil es hier eingleisig ist. Das ist, jetzt haben wir halt die ganzen Züge wieder aufeinander. Deswegen die Wartezeiten. Aber eben, das ist eine Ausflugstrecke. Das macht nichts, wenn die Züge mal stehen und warten müssen. Die Leute haben ja was zu gucken. Da die Burg, auf der anderen Seite der See. Das passt schon. Jetzt, wenn der im Bahnhof ist, müsste der eigentlich fahren dürfen. Eben, ich sag noch, eigentlich spielt es keine Rolle, aber man ist dann doch irgendwie immer ein bisschen im Fieber drin, so dass sie eben fahren und nicht stehen. Aber ihr dürft stehen, liebe Züge. Kein Ding, Lötschberg-Bahnwagen. Aha. Gut, da oben wartet der Nächste. Das ist aber eh auch ein schönes Bild hier. Wie der hier reinfährt und der andere da oben wartet. Jetzt müsste eigentlich der andere Dampfzug... Ah, da kommt noch mein Lieblings... Ja, ist nicht mein Lieblingszug, aber ich finde den extrem cool hier, diesen Autotransporter. Gut, ich wollte gerade sagen, jetzt müsste eigentlich der dann auch fahren dürfen, beziehungsweise nicht der, sondern der da vorne, da kommt er auch schon. Gut, und wenn die dann weg sind, dann darf dann die Spanisch-Brötli-Bahn auch mal noch Gas geben. Und der fährt jetzt hier in den Bahnhof rein. Während oben wieder ein moderner Zug kommt, der auch durchaus seinen Nutzen hat. Da möchte ich jetzt mal gucken. Ja, 11 Passagiere, das ist nicht die Welt. Aber eben, der wird jetzt natürlich doch auch konkurrenziert von diesen Eisenbahnen. Ein bisschen wenigstens. Die sind natürlich langsamer. Von daher sollte das eigentlich nicht viel ausmachen. So, wieder drehen. Denn der muss noch warten, nehme ich an. So, teilweise ist schon, es ruckelt und dann geht's wieder. Dann ruckelt es wieder. Teilweise weiß ich nicht, an was es liegt. Irgendwie am Winkel, wie ich zum Spiel stehe wahrscheinlich. Darfst du schon fahren? Nö. Ich mache jetzt mal diesen Winkel hier. Die warten auch immer noch. Ja, da müssen sie warten, bis die alle aus dem Bahnhof raus sind. Das ist dann der Nachteil von diesem eingleisigen Bahnhof. Oder von dieser eingleisigen Bahnhofbenutzung. Wenn wir nicht beide benutzen, aber das habe ich ja gesagt. Mir ist lieber... Die schnellen und die langsamen Dampfloks stören sich ein bisschen, als dass die hier in den normalen Verkehr sozusagen eingreifen. Das wäre wesentlich störender. Herrlich. Da kann man auch einfach mal den Schnabel halten und einfach nur gucken. Schön. So, ist da noch einer drin? Von den Dampfloks? Nein, deswegen kann der andere fahren. Hier unten, der ist bis zum nächsten Signal gekommen. Der fährt bis zu diesem Signal und der fährt hier rauf. Beziehungsweise der kann jetzt eigentlich in den Bahnhof rein. Dann müssten wir hier nur noch warten, bis der hier hinten fahren kann. Das sollte dann auch bald der Fall sein. Dampfen tut er schon mal wie ein großer. Aha. Sehr netter Sound. Schön mit dem Tender hinten. Ja, das ist wirklich alleine schon der Sound, ist halt einfach sehr nett. Oh, und oben, guck mal. Big Boy in Dreifachtraktion, das passt ja auch sehr gut. Das ist der lange Güterzug, also einer der langen Güterzüge. So, ja, die sind ein bisschen länger als die, die wir jetzt gerade gemacht haben. Sie haben natürlich aber auch eine völlig andere Funktion. Aber warum nicht hier auch nochmal schnell gucken? Sehr schön. Unten ist der andere noch durchgezwitschert. Und jetzt fährt sie, unsere Spanisch-Brötli-Bahn. Ja, dafür ist aber die Zeit eigentlich schon wieder rum. Denn ich muss noch rendern. Und.
Hier kommt schon der Nächste. Ja, ich mag mich jetzt auch nicht wirklich trennen hiervon, aber es hilft ja nichts. Ich würde sagen, wir setzen uns nochmal bei der Spanisch-Brötli-Bahn rein in der nächsten Folge, denn dann können wir wirklich die Rundfahrt genießen, ohne dass ich hier irgendwie ins Gehetze verfalle, weil ich noch dies und jenes machen soll. Dann haben wir die Zeit und die Muße. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.